Er knickte leicht nach rechts ein und dann... Dann? Dann stieß ich mit der Hand gegen den Griff des Messers. Das im Rücken steckte. Ja, ich wollte weg. Meine Hand war nass, die Finger klebten aneinander. Ich fasste ihn ins Gesicht. Die Haut war kalt und dann kam plötzlich der Lichtstrahl. Ich dachte, es war nur der Vorführer. Er ließ den Streifen nochmal laufen, weil niemand sich gemeldet hatte. Na, haben Sie mit ihm gesprochen? Am Telefon, ja. Ich sagte ihm, er solle aufhören, aber noch nicht weggehen und kein Licht machen. Was vorgefallen war, sagten Sie ihm nicht? Nein, nein, nein. Und dann, ja, dann ging ich zu Röslings Büro. Vorher schloss ich die Türen ab. Herr Rösling ist unser Buchhalter. Ich weiß. Und? Und rief den Funkwagen. Diesmal ist es kein Unfall. Diesmal ist es Mord. Ja. Ja, Sie haben es geschafft. Sie haben ihn doch noch erwischt, hier vor unseren Augen. Ihn hatten Sie gemeint, schon mit dem Scheinwerfer. Ihn. Aber warum? Von wem reden Sie? Ich weiß nicht. Sie sagten, Sie haben einen Mann auf dem Flur gesehen, als Sie zurückkamen vom Telefonieren. Es war Paul. Ich dachte, es wäre Paul, Herr Karolis.